is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Ein unfehlbarer Führer. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrübt ihr euch selbst. Gott ruft alle auf, die seine Willen kennen, Täter seines Wortes zu sein. Schwäche, Halbherzigkeit und Unentschlossenheit fordern die Angriffe Satans heraus. Alle, die solche Eigenschaften wachsen lassen, werden durch die Wogen der Versuchung hilflos hinuntergezogen. Von jedem, der den Namen Christi bekennt, wird gefordert, bis zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, zum lebendigen Haupt des Christen heranzuwachsen. Wir alle brauchen einen Führer durch die engen Stellen des Lebens, so wie der Seefahrer einen Lotsen benötigt, um über die Sandbank hinaus oder den felsigen Fluss hinaufzugelangen. Doch wo finden wir diesen Führer? Wir verweisen euch auf die Bibel, von Gott eingegeben, von heiligen Menschen geschrieben, zeigt sie klar und präzise auf, was alt und jung zu tun haben. Sie veredelt das Denken, erweicht das Herz und vermittelt dem Geist Glück und heilige Freude. Die Bibel stellt einen vollkommenen Maßstab für den Charakter dar. Sie ist in allen Lebensumständen ein unfehlbarer Führer, ja, bis ans Ende der Lebensreise. Nehmt sie als euren Ratgeber an. Macht sie zur Regel eures täglichen Lebens. In der Schrift liegen tausende von Juwelen der Wahrheit verborgen. Der oberflächliche Sucher findet sie nicht. Die Mine der Wahrheit ist unerschöpflich. Je mehr ihr die Schrift mit demütigem Herzen durchforscht, umso stärker wird euer Interesse daran und umso mehr fühlt ihr euch gedrungen, mit Paulus auszurufen: O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Täglich sollt ihr aus der Schrift etwas Neues lernen. Durchforscht die biblischen Bücher nach verborgenen Schätzen, denn sie enthalten Worte des ewigen Lebens. Betet um Weisheit und Verständnis, damit ihr diese heiligen Schriften versteht. Würdet ihr dies tun, dann findet ihr im Wort Gottes neue, herrliche Dinge. Ihr würdet spüren, dass ihr neues, kostbares Licht über Themen gefunden habt, die mit der Wahrheit verknüpft sind. Die Schrift würde in euren Augen ständig einen neuen Wert bekommen. Seid eifrig im Gebrauch aller Gnadenmittel, damit ihr charakterlich umgewandelt werdet und in Christus Jesus zur vollen Reife heranwachst. The Lord is coming. Are